hier lang. Nix viel raus hier, da. Ja, bloß hier kommen wir ja gar nicht raus, ne? Ja, ja das ist, ich muss das ja unbedingt probieren. Okay, wo ging es denn jetzt nochmal raus? Wo war die Treppe? Ich habe keine Ahnung mehr. Hier geht es nicht weiter. Oder muss ich hier durch? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, hier ging es lang. Ja. Oh, weh, oh, weh. Hier sind wir ja schön durchgekracht. Ich hoffe, wir finden jetzt schnell den Ausgang, bevor hier alles verbrennt. Das wäre nicht so schön. Liegt hier irgendwas? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, das ist klar. Das Kind muss dringend ins Krankenhaus. Was ist denn hier los? Klavier spielen können wir jetzt auch nicht. Ist jetzt nicht die Zeit dafür. Oh, was ist hier los? Ja. Moment. Was war das für ein Symbol? Moment, ist das Klavier hier? Nee, okay. Nee, da ist nichts zu machen. Ich muss einfach weitergehen, denke ich. Ja. Oder doch? Wo lang nur? Da steht ein Stuhl. Okay, dieses Symbol taucht dauernd auf. Aber wir kommen trotzdem voran. Keine Zeit zum Bücher lesen. Aber wir wollen den Weg hier rausfinden. Und zwar schnellstens. Geht es hier lang? Ich hoffe doch. Ja. Eieieiei. Da ist die Treppe. Ja, keine Zeit für Bücher, ich weiß. Ich muss es ja trotzdem unbedingt probieren. Ihr wisst ja, wie das ist. Können wir jetzt hier rausgehen? Ja. Safe now. Hey! Someone help her! Where is everyone? Silent Hill. What happened last night? That girl. Did she make it? They would have taken her to the hospital. Coons Street. I need to see if she's okay. Tja, da sind wir wohl aufgewacht. Und wir sind natürlich, wie sollte es auch anders zu erwarten sein, in Silent Hill. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob das Mädchen ins Hospital gebracht wurde. Anscheinend ist so einiges passiert, während wir geschlafen haben, ohnmächtig waren, was auch immer. Das Alchemilla-Hospital, ja. In Silent Hill 1 sind wir dort ja auch gewesen. Und hier haben wir die Stadtkarte. Sehr schön. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier bei Origins auch ellenlang durch die Straßen laufen dürfen und uns verirren, so wie bei Silent Hill 1. Denn das habe ich ziemlich gehasst, muss ich sagen.
War ansonsten ein ziemlich gutes Spiel, aber ich denke, wir schauen uns jetzt erstmal so ein bisschen um hier. Die Tür wird wahrscheinlich ja kaum funktionieren. Das kennen wir ja. Gut, ich sage jetzt immer wir, aber vielleicht gibt es ja auch einige Leute, die sich das jetzt angucken und die anderen Teile noch nicht kennen. Also, wenn ja, dann sorry an diejenigen Leute, wenn ich jetzt öfter mal einen anderen Teil erwähne. Ja. Ja, hier stehen die Autos natürlich rum. Und die übliche Suppe ist hier am Kochen. Ich weiß gar nicht, ob das auf PS2 und PSP überhaupt noch nötig gewesen wäre, aber hier dient es wahrscheinlich nur der Atmosphäre. Obwohl das natürlich auch eher PS1-Grafik ist als PS2-Grafik, so wie das hier aussieht. Wenn ich ehrlich bin, so, wir haben die Coon Street. Das muss ich mal ganz kurz gucken, wo sind wir eigentlich? Ich laufe schon völlig falsch. Ich muss mich umdrehen und dann links gehen. Ja. Also links muss ich... So, es kann natürlich sein, dass es jetzt nebenher ja auch noch was zu finden gibt. Und er kann nicht mehr, also man kann auch nicht ewig schnell laufen. Ja, ist gut, du brauchst nicht so zu hecheln. Also genau diese Treppe kommt mir auch sehr bekannt vor. Aus Silent Hill 1. Aber die ist abgesperrt. Der Notausgang wurde versiegelt. Ja gut, dann haben wir hier wohl nichts verloren. Ich muss nochmal auf die Karte schauen eben. Gut, der Eingang ist direkt unter uns. Auf der anderen Seite habe ich versucht mal in dieses Bookstore noch reinzukommen, das hier ist. Vielleicht geht das ja. Wir schauen einfach mal, aber es sieht nicht so aus. Das sieht ziemlich ver... Ach doch, da, warte mal. Hier ist wahrscheinlich die... Ja, weiter geht's nicht. Ja, hier ist die Straße mal wieder zu Ende. Aber es geht doch weiter. Und hier kommen wir. Abgeschlossen. Hier geht es nicht rein. Okay. Hätte ja sein können. Gut, dann überqueren wir die Straße. Und hier ist das Krankenhaus. Es sieht genauso aus wie in Silent Hill 1. Ich weiß, ich erwähne das jetzt ständig. Aber ich werde versuchen, das jetzt zu reduzieren. Und hier haben mich... glaube ich, Hunde damals angegriffen, aber Gott sei Dank ist jetzt hier diesmal nichts. Wir haben ja auch noch gar keine Waffe, um uns zu verteidigen. Jo, dann mal ab ins Krankenhaus. Das Krankenhaus war ja bisher immer sehr schön, egal in welchem, also schöne Anführungsstrichen, egal in welchem Teil. Jo, da sind wir. Und es ist wirklich genau dasselbe Krankenhaus. So, hier haben wir nichts. Und da ist ein Speicherpunkt, nehme ich an. Hier kommen wir auch nicht durch. Dann schauen wir uns den Speicherpunkt erstmal an. Okay, einfach nur Speicherpunkt. Also hier gibt es nicht weiter irgendwie was zu sagen. Jo, dann speichere ich mal kurz hier. Okay, so. Jo, wir haben noch ungefähr 5 Minuten Zeit. Das heißt, wir schauen uns noch ein bisschen um gleich. Wie lange speichert der denn? Ah, okay. Und machen dann beim nächsten Mal gleich weiter. Aber jetzt... Ja, hier ist sehr schön. Mal gucken, ob hier welche Türen offen sind. Abgeschlossen. Okay. Also bisher hat noch keine Tür geklemmt hier, was ja so üblich ist in Silent Hill. Habe ich eigentlich meine Lampe an? Nein, habe ich nicht. Die kann ich wohl gar nicht anmachen, wa? Ich drücke auf Kreis, aber irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr an- und ausschalten, die Lampe. Na gut, wir schauen mal hier rein. Okay, keine Ladezeiten, das ist gut. Wir haben einen weiteren Gang. Und kam von hier. Ja, gut. Checken wir erstmal alle Türen hier. Schloss ist defekt, ich kann die Tür nicht öffnen. Jo, das ist das Übliche, was ich schon vermisst habe. Aber ja, mal schauen, irgendwo muss die Kleine doch sein. Hier haben wir die Toiletten, aber hier scheint es auch nicht reinzugehen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann kommen wir vielleicht später noch rein hier. Jo, und hier ist es ziemlich dunkel irgendwie, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr viel erkennen könnt. Ich kann im Moment kaum was erkennen.
Hier geht's durch. Vielleicht muss ich das Video noch ein bisschen heller machen nächstes Mal. Ach ja, ich weiß auch warum. Ich habe gar keine Grafikeinstellungen mehr gemacht. Gut, das werde ich dann im nächsten Part nachholen. Jetzt schauen wir uns nochmal weiter die Türen hier an. Das Schloss ist ebenfalls defekt. Ja, also irgendeinen Raum wollen wir uns jetzt aber noch angucken in dem Part, bevor wir hier Schluss machen. Hier ist das abgeschlossen. Die Tür kann ich nicht öffnen. Jo. Auch scheint auch zu klemmen. Hey, you a doctor? Can I help you? That fire last night. The girl who was burned. Is she here? A girl? We've received no new patients in the last day or so. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend to. Goodbye. Okay, der hat sich verpieselt. Ja, du bist vielleicht ein Witzbold, mein Freund. An der Rezeption war doch gar keiner, der mir weiterhelfen könnte. Jetzt ist es hier auch plötzlich komischerweise heller als vorher. Wir können ja nochmal zur Rezeption gehen, wenn ich jetzt den Weg dahin zurückfinde. Hier scheint der Exit zu sein. Ich muss hier nicht weg, bevor ich nicht weiß, was mit dem Mädchen passiert ist. Ja, das ist logisch. So, dann schauen wir nochmal. Moment, hier ging's durch, genau. So, genau, von hier sind wir gekommen, richtig, richtig. So, Kamera, bitte dreh dich mal, danke. So, dann gehen wir nochmal zur Rezeption. Ja, toll, keiner da, wie schon gesagt. Das ist natürlich schön. So kann ich hier irgendwie an dieses Ding da rankommen. Es könnte eine Karte sein. Nein, kann ich nicht. Hier hängt noch was. Ah. Im Bau. Die zweite und dritte Etage des Krankenhauses werden zurzeit renoviert und sind dabei für Patienten und Besucher gesperrt. Wir werden uns bemühen, den Krankenhausbetrieb trotz dieser Umstände nach Möglichkeit reibungslos fortzusetzen. Die Krankenhausverwaltung hofft auf Ihr Verständnis, sollte es dennoch zu gelegentlichen Störungen kommen. Unseren Schätzungen zufolge werden die Bauarbeiten innerhalb der nächsten 6 Monate abgeschlossen. Der Umbau der dritten Etage wird unsere Kapazität zur Behandlung stationärer Patienten fast verdoppeln und für eine saubere, modernere Ausstattung sorgen. Die Qualität der Behandlung unserer Patienten hier in Altimilla ist uns besonders wichtig. Dr. Phillips, Vorsitzende des Altimilla Gremiums. Okay. Schön zu hören, aber ob das wirklich so viel bringt, hier scheint nämlich relativ wenig los zu sein. Das Krankenhaus geht wahrscheinlich bald pleite. Hier ist nämlich kein Mensch da. Ja, und wo noch kein Mensch da ist, kein Mensch nicht, sondern keine Minuten mehr in diesem Part vorhanden sind. Ja, ich rede ein bisschen wirr, aber es macht nichts. Mag an der langen Pause liegen. Ja, Leute. Das war der erste Part schon mal von Silent Hill Origins. Jo, und wir sehen uns dann im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Beziehungsweise wahrscheinlich war das jetzt schon der zweite Part, aber wie gesagt, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Jo, bis zum nächsten Mal. Dann hoffe ich mal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen im Krankenhaus. Und schauen mal, wo die Kleine geblieben ist. Jo, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, sagt euer Dreamy.